Ja, hallo wieder mal bei Pillars of Eternity. Wir stehen immer noch in dieser Burg, wo ich euch das letzte Mal auch verlassen habe. So, genau. Und Kana, wie heißt der? Kana will mit uns reden. Das machen wir hier. Zack. Poor Meyerwald. He couldn't contend with all that he knew of himself. A cruel fate. Es könnte auch mein Schicksal. Möglich. Und Meerwald kannte seinen Fluch. Immerhin hat er sich ihm gebeugt. Vielleicht gab er dir, was du brauchst, um deinem Schicksal zu entgehen. Lass uns diese Ruinen aufsuchen, die er erwähnte. Vielleicht können wir dort etwas Nützliches finden. Ja, das war ein kurzes Gespräch. Da habe ich jetzt etwas mehr erwartet, aber egal. Hier haben wir noch hier zum Schild gucken, zu diesem komischen Zauberbarriere. Was auch immer das sein mag. Ich habe ich jetzt irgendwas bekommen, mit dem ich das durchbrechen vermag. Vermag? Keine Ahnung. Ja, nee. Leider nicht. Leider I nein. think it may be time to strike up camp. Ach, der ist erschöpft, deswegen hat er jetzt gerade seinen Spruch gebracht. Gehen wir mal hier in einem Speedmodus und reden nachher mit dieser Geisterfrau. Beziehungsweise dieser Burgvogtin. So, hier habe ich jetzt alles erledigt. Ich denke mal, die wird jetzt wieder was zu sagen haben, hoffe ich doch. Ich hoffe, dass das jetzt meine Burg ist und dass ich da schlafen kann. Das wäre am besten. Bitte schlag. Scholar Lodge. I beg your pardon? Nothing. I said nothing. Was? Nice. Ich liebe so Banter. Oh, die wollen beide mit mir reden. Moment mal, jetzt mach ich das doch erst. Arlott will mit dir sprechen. Arlott scheint in Gedanken verloren zu sein. Als du dich ihm näherst, zuckt er zurück und zieht die Luft scharf durch seine Zähne ein. What can I do for you? Du hast dich merkwürdig benommen. Ja, ich dachte, das hier. Bist du in Ordnung? Of course. Merely processing some of the unusual things we've seen lately. Okay. And if Meyerwald is to be believed, it would seem you've an uncertain future ahead. Er war außer sich. Ich gebe nichts auf das Geschwafel eines. Ich mache mir das hier. Ich weiß nicht, was ich denken soll. Perhaps Defiance Bay holds the answers we need. Ich möchte etwas anderes diskutieren. Erzähl mir von Aedir. Ich bin ja schon seit mehr als einem Jahr fort, aber ich vermute, die Wälder und Felder von Aedir werde ich für immer als Heimat ansehen. Hinter uns liegend tausende Jahre von Geschichte und Brauchtum, und damit geht ein gewisses Gefühl von Würde und Verantwortung einher. Er runzelt die Stirn. Natürlich gibt es auch Altlasten. Unsere imperiale Vergangenheit ist in Erinnerung vieler immer noch frisch, wie du hier gemerkt haben könntest. Es ist schwer gewesen, sich an das Leben im Dürwald anzupassen. Die Leute hier sind ungezwungen und heißblütig. Sein Mund verzerrt sich zu einem schiefen Grinsen. Beleidigungen schenken sie mehr Aufmerksamkeit als der Pflicht. Solange man aber Provokationen vermeidet, kommt man mit ihnen ganz gut klar. Er legt die Fingerkuppen zusammen. Ich habe mich jedenfalls gut genug angepasst, um meine Gedanken für mich selbst zu behalten. Arlott sieht dich mit ruhiger Aufmerksamkeit an. Wie kann ich zu Diensten sein? Wie lange warst du in Goldtal? Er zuckt mit den Achseln und zupft am Saum seines Ärmels. Nicht viel länger als du. Wie du gesehen hast, war es kaum die Oase, als dies angepriesen wurde. Hättest du einen Vorschlag, was ich als nächstes tun sollte? Er zupfte in seine Ärmel. Meerwald drängte dich, diese Agenten des Pleiadenschlüssels in Trutzbucht ausfindig zu machen, oder? Sein Zustand sollte uns Warnung genug sein und wir sollten sie mit aller Eile suchen. Und das ist alles. Dann noch hier den. That old watcher. I don't know what I expected, but it sure wasn't that.
Du sagtest, du hättest einige Dinge, die du ihn gerne fragen würdest. Nah, it's kind of embarrassing now. I just got a dumb idea in my head is all. Don't know why I thought it'd work. It's funny. That's probably the first thing I got my hopes up for in, I don't know, years. At least I got that out of it. Keinen Grund, sich zu schämen. Ich würde nicht über dich urteilen. All right. Guess fair is fair, and you did bring me to see him. Those rumors back in Gilded Vale about my brother, Woden, about how he'd turned against us and fought for Whitewind, been on my mind for some time now. The thing about Woden was, he always knew what was right, and that's what he'd do. One day he set out to fight for Deerwood against a man claiming to be our god. So I knew that's what I had to do, too. It was right. But hearing claims that he died fighting for Rhea at Saris, well, that got me worried. Not that he'd chosen the wrong side, but that I had. Didn't seem right what Widewind had in store, but if he really was Aethys, I thought, maybe this old Watcher would know how my brother died. So I could see if it was true. Like he could, I don't know, read it in my soul or something. Use our connection. Told you it was dumb. Warum hast du mich nicht um Hilfe gebeten? Ich glaube, weil ich dich nicht kannte. Es ist nicht leicht, einem Fremden zu vertrauen, der von sich behauptet, ein Wächter zu sein. Of course, I knew the truth deep down. Watcher's not psychic. I think I just had this idea, and the idea made me feel a certain way, and I didn't want to lose that. Wenn ich wirklich etwas über meinen Bruder herausfinden wollte, sollte ich nicht mit den Wächtern beginnen, sondern mit Aufzeichnungen. Und warum machst du es dann nicht? Ida denkt einen Moment lang nach, während seine Lippen in eine Richtung zucken, erhebt seine Augenbrauen. Wenn es irgendwelche schriftlichen Aufzeichnungen darüber gibt, dann müssen sie sich in Trutzbuch befinden. Im dortigen Palast haben sie ein Archiv. You've done a lot for me already, but if you could see fit to pay that archive a visit with me, well, you know. Knowing my luck, the records clerk will go crazy and try to kill me. I'd feel better with you in there with me. Sehr schön. Auf. Marie, wir haben mit dieser Burgvogtin hier. Mal sehen, was sie zu sagen hat. Ah ja. Oh. I felt Meerwald's passing. You slew him. Mehrere von ihm. Nee, er ließ mir keine andere Wahl. It saddens me to hear it. But part of me is grateful to no longer have to wait and worry in darkness. This place has always known its master, long as it's had one. It has a will all its own, which has little to do with the castle and much to do with the land it's built on. It looks to you as Meerwald's successor now, whether you care for it or not. A dubious honor, inheriting a fortress both broken and cursed. But in the right hands, it could be so much more. If you had only seen it in its day, will you stay? Meerwald sagte, dass ich zur Stadt des Trutzes gehen und dort nach der Königin suchen muss. Die Energie scheint urplötzlich aus der Luft zu verschwinden. Aha. Wenn Sie nach Trutzbucht wollen, dann muss ich Ihnen leider sagen, dass Ihr langer Weg umsonst gewesen ist. Der östliche Wachturm ist vor Jahrzehnten eingestürzt und Meerwald hat es nie geschafft, ihn wieder aufzubauen.
Die Straße endet hier in einer Sackgasse. Er war sogar schon so weit, das notwendige Baumaterial zu sammeln, bevor er geistesabwesend wurde. Ich könnte dafür sorgen, dass hier repariert wird, wenn das Ihr Wille ist. Als das aufhörte, der Wille des letzten Herrn zu sein, war ich nicht mehr in der Lage, etwas daran zu ändern. Denn was bin ich schon, außer das Werkzeug meines Herrn? Das würde sicherlich Zeit in Anspruch nehmen, aber weitaus weniger als einen anderen Weg nach Trutzburg zu finden. Was hat es zur Folge, der Herr von Kahit Nua zu sein? Nun, mit der Instandhaltung einer Burg sind viele Verantwortungen verbunden. Wie sehr Sie sich engagieren möchten, liegt natürlich ganz bei Ihnen. Und unter anderem deshalb hier, um in Ihrer Abwesenheit für den reibungslosen Ablauf der Dinge zu sorgen. Vorausgesetzt, wir haben vorher entsprechende Befehle erhalten. Wenn Sie mich unterweisen, welche Reparaturen Sie als nächstes vornehmen wollen, werde ich die nötigen Vorkehrungen treffen. Sie werden einige Zeit in Anspruch nehmen, doch sie werden Ihnen auch zusätzliche Ressourcen verschaffen, wenn sie abgeschlossen sind. Wenn wir einen Ort dafür hätten, könnten wir Händel anheuern, um sie mit Vorräten oder Zutaten zu versorgen. Die Festung zu reparieren wird ihr Prestige steigern und sowohl hilfreiche Personen als auch ungebetene Aufmerksamkeit von Banditen und Opportunisten anziehen. Wenn wir im Gegenzug die Sicherheit der Festung steigern können, müssen wir uns darum jedoch weniger sorgen. Sie sollten mal wissen, dass diese Position mit einem Risiko verbunden ist. Ihr Name wird an Ruhm gewinnen und sie werden Bedrohungen abwehren müssen und dann gibt es andere Dinge. Kann ich sonst noch etwas für sie tun? Was meintest du damit, als du sagtest, diese sei verflucht? Mehr als Fluch betraf nur ihn. Der Fluch eines Wächters. Seinen Nachfolgern aber ging es nur wenig besser. In der Burg gibt es eine Präsenz, oder besser gesagt, unter ihr. Zumindest haben alle, die zu diesem Ort gekommen sind, diese Schlussfolgerung gezogen, da die Geister, die noch immer in den endlosen Pfaden verweilen, oft von einem Meister in der Tiefe sprechen. Jeder Versuch, hier eine Siedlung zu etablieren, ist fehlgeschlagen, seit der Zeit unserer ätrianischen Kolonisten. Von den endlosen Pfaden erheben sich Biester, bis der neue Herr oder die neue Herrin nicht mehr ist. Wer in der Tiefe lebt, dieser Meister, scheint keine Rivalen zu tolerieren. Von Zeit zu Zeit habe ich furchtlose Entdecker gesehen, die für Antworten in die Tiefe gestiegen sind und niemals wiedergekehrt sind. Das ist die Macht, die verhindert, dass aus Kahit nur mehr als eine nutzlose Ruine wird und die mich all meiner Hoffnungen beraubt hat. Die endlosen Pfade. Dorthin muss ich, dorthin müssen wir, wenn du mich begleitest. Welche Teufel auch dort laufen, bedenke auch, welches Wissen wir finden werden. Vielleicht spricht dieser Meister Edyran nicht. Was sind die endlosen Pfade? Die endlosen Pfade von Odnua. Das ist der Name, der dem Labyrinth unter der Burg gegeben wurde. Der Graf, wir wurden von den Clanvatanern gewarnt, dass dieser Ort verflucht sei. Mit dieser Warnung ist außerdem eine Legende verbunden, die wir damals für unbedeutend hielten. Man sagt, dass die Ruine von einem mächtigen Engvitaner namens Odnua gebaut worden ist, der hier herrschte, bis sich das Volk gegen ihn erhob. Sie zerstörten seine endlosen Pfade und füllten viele der oberen Tunnel mit Erde und Stein. Jetzt ein Wecker, schon wieder vergessen. Noch 20 oder 25 Minuten. So. Gut, weiter. Kein Lebender weiß, wie tief nach unten sich die Tunnel erstrecken. Und nur wenige, die dorthin gegangen sind, kehrten wieder. Es gibt viel Gerede über Reichtümer und Schätze. Allein die Aussicht auf Engvitan-Reliquien hat viele Glücksritter angelockt, und zwar in ihren Tod, wüsste ich. Wer ist dieser Meister in der Tiefe? Das kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Ich glaube, dabei muss es sich um den Mann handeln, der die endlosen Pfade geschaffen hat. Den engvitanischen Tyrannen, Odnua. Manche behaupten, dass sein Geist noch immer da ist. Oder dass er diesen Ort zumindest verflucht hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass noch viel von seiner Arbeit übrig ist. Denn die Ruinen gibt es schon seit über 1000 Jahren oder noch länger. Das aber, was übrig ist, ist beeindruckend. Der Graf fand das mit Sicherheit so. Vielleicht haben sie, während sie dort unten waren, die Hand der großen Statue gesehen, die Odnua erbaut hat. Vielleicht ist sie gar eine Statue von Odnua selbst. Aber bin ich nicht die Herrin von Kahit Nua? Die Burg würde keine andere Herrin akzeptieren. Die endlosen Pfade dagegen sind eine völlig andere Geschichte.
Und glücklicherweise sind sie sehr eng miteinander verbunden. Wenn sie sich nicht um den Meister in der Tiefe kümmern, wird der Burg immer eine Gefahr aus ihrem Inneren drohen. Ich weiß, das ist ziemlich viel auf einmal. Wenn sie aber bleiben werden, wenn sie Herren dieses Ortes werden möchten, dann kann ich ihnen nur dazu raten, diesen Feind zu besiegen, bevor er sie vernichten kann. Ich habe andere Fragen. Wie kann ich den Wachturm reparieren? Meerwald hat das Baumaterial für den Wachturm eingelagert und es steht ihnen immer noch zur Verfügung. Wenn sie in Zukunft weitere Reparaturen an der Burg durchführen möchten, müssen wir Material und Arbeitskräfte kaufen. Weggehen. Jetzt ist es an der Zeit, diese Königin in der Stadt des Trutzes zu finden. Wir müssen wissen, dass diese Königin, nach der sie suchen, Trutzbucht, hat keine Königin. Die Macwins von Aedir haben hier seit dem Krieg nicht mehr regiert. Die einzige Königin mit ernstzunehmender Macht dort ist Vuidika. Angeblich hat man dort ihr zu Ehren einen exquisiten Tempel errichtet, aber ich konnte ihn mir niemals selbst ansehen. Wenn sie dorthin gehen möchten, können wir gleich mit der Reparatur des Wachturms beginnen. Sie müssen mir nur sagen, was sie vorhaben, dann werde ich die notwendigen Vorbereitungen treffen. Lass mich mal sehen, was ich reparieren kann. Dann werden wir sofort aufbrechen. Die Stimme der Burgvogtin ist voller Aufregung. Sie müssen wissen, mein Fürst, dass das nur die erste und geringste von vielen großen Unternehmungen ist. Die Festung beinhaltet schon seit Jahren eine Vielzahl an Dienern und schönen Gebäuden. Wenn Sie es wünschen, so können wir einige der umliegenden Gebäude reparieren. Das wird Ihnen Reichtum und Anerkennung bringen und viele werden in Ihren Dienst eintreten wollen. Wenn wir die Verteidigung wieder aufbauen, wird Ihre Festung nicht mehr überfallen, wie sie es unter Meerwalds Führung gewesen ist. Sie müssen nicht sofort entscheiden. Ich verbleibe in Ihren Diensten und solange Sie der Herr hier sind, werden wir immer miteinander verbunden sein. Sie müssen nicht diesen Boden betreten, um mit mir zu sprechen. Wo ihre Reisen sie auch hinführen, sie können mit ihren Willen nennen, mir ihren Willen nennen, wenn sie nur Verbindung zu mir suchen. Oh, doch zunächst versteht sich der Wachturm. Okay. Also ich habe gelesen, man soll so schnell wie möglich. Oh mein Gott, das gibt's wirklich. First-Hütte sind wir so schnell wie möglich bauen. Da bekommen wir nicht Aufträge. Na gut. Oh mein Gott. Was ist weg? Und drauf, oh Gott. Kaufen. Plus 1 Grünchen und plus 2, keine Ahnung, was ist das? Das ging ja schnell. Mal sehen, ob ich jetzt den. Genau, die Förster hätte. Und jetzt in 2 Tagen. Noch was kaufen? Leuchthöhle Feuersterne. Ja, mach mal die Leuchthöhle Instandsetzung. Ach, okay, man kann nur eins gleichzeitig spawnen. Mal hier noch. Okay. Jo, das ist die Festung. Ich zögere, diese Angelegenheit anzusprechen. Ist sie doch vermutlich von geringer Bedeutung, doch Sie sollten wissen, was in den umliegenden Ländereien vor sich geht. Es geht das Gerücht um von einem in einer Robe gewandten Mann mit einem brennenden Stab um, der bei Markrans Gabelung Reisende behelligt. Was will er? Ich weiß es nicht, meine Fürstin. Er beleidigt lediglich Reisende oder droht ihn. Vermutlich ist er einfach wahnsinnig. Das ist ja nice.
Wie ist der Zustand der Burg? Ach, wo soll ich anfangen? In Ordnung, mal sehen. Okay. Hat sie eben gesagt, da. Was soll das denn? Oh Gott. Markransgabelung. Okay. Ach, der will mit mir reden. Dann reden wir doch mit dem. I confess, I was hoping our meeting with Meyerwald would go a little differently. But then, you have gained an entire keep. I don't think I've seen anyone inherit land that quickly since Kind the Younger read her father's will. Ich wünschte, ich hätte zu ihm durchdringen können. Er war nicht mehr zu retten, aber mach dir keine Sorgen. Die Vergangenheit ist dafür da, dass wir Lehren aus ihr ziehen. In Trutzbucht werden wir sicherlich noch mehr Antworten finden. It will give you a base from which to go searching at least. And then there are secrets beneath the keep yet. With you at the helm, it should be easier to explore the endless paths. Huch, was ist das? Neue Skills bekommen wir einfach so. Langsamer Modus aktiv, bitte nicht. Auf jeden Fall so schnell wie möglich dieses Gebäude hier restaurieren. Da kann man nämlich rasten, glaube ich. Moment, ist ja noch alles ruinös, nehme ich mal an. Jo. Ah, oh, ich freue mich schon, die Burg aufzubauen. Das wird schön! So, erstmal gehe ich zurück nach Goldtal. Ich glaube, jetzt werde ich nochmal diesen Tempel erforschen, ein wenig. Und da habe ich noch eine offene Rechnung zu begleichen. Garstigen Gespenster. Es sollte es aber gehen, nehme ich mal an. Er ist viel stärker. Woher? Ich gehe hier raus, dann kriege ich wahrscheinlich auch eine neue Reiseoption. Lalalala. Wie rennen die denn so komisch da? Was machen die da? Ach, okay. Der eine war irgendwie weiter da oben. Keine Ahnung wieso. Doch, keine neue Reiseoption. Doch, Wald entebnen. Markransgabelung. Das meint ihr doch, oder? Ich gehe erstmal nach Goldtal und mache den Tempel. Meine eigene Burg. Juhu! Und das scheint auch ziemlich viel zu tun zu geben. Das freut mich wirklich. So, die Milch ist leer. Mal kurz zusammenfalten. Ich bin erschöpft. Nein! Ah, ich wollte eh schlafen gehen. Und schon mal machen zum kurzen Hund hier laufen. Wir haben sich meine Milchtüte zusammenfalten. Ja, hab heute noch den Tag vor mir, dann morgen noch frei. Dann ist Ostern auch schon zu Ende. Schade, schade. Ich freue mich über jedes lange Wochenende. Was hat er hier? Der Zauberer? Und gehen wir lieber mal schnell da rein. Wahrscheinlich liegt es am Regen. Man weiß es nicht. Ja, ich denke mal, den Tempel müsste ich jetzt aber wirklich schaffen. Sollte nicht mehr so schwer sein. Ich habe mit allen noch ein Level abgehabt. Einen neuen Gefährten, der Skelette beschwören kann.
day, stranger. Da rasten wir mal. Huch, schon wieder so ein merkwürdiges... Ups, danach ging das Mikro gekommen. So eine merkwürdige Erscheinung mit Atra-Felsen und was das ist. Hier habe ich die Erfahrung gekriegt, sehe ich gerade. Oh, jetzt kommt furchtbare Rache. Den fiesen Gespenstern. So. Unter Dungeon. Dungeon. Ich will bittere. So, ich gehe wieder zu diesen komischen Kerzen hier. Vielleicht habe ich jetzt genug Wissen, um da rauszufinden, was da getan werden kann. Huch. Ich habe... Oh, toll, ich kann da gar nichts mehr machen. Na, egal. Dann gehe ich einfach runter. Brechen wir nochmal ab hier oben. Muss ich noch hin? Hier? Eine Wand zu sein. I shall be discreet. Ah ja. Ich schalte dafür. Erinnere mich daran, dass ich nie wieder dabei helfe, meinen Gott umzubringen. Beirrter Geist, als du dich näherst, erhebt sich Licht von den Knochen. Bevor deine Welt umkippt, kannst du einen Moment lang das kaum wahrnehmbare Bild einer stehenden Gestalt sehen, deren Züge aus verschwommenem Nebel oder Rauch bestehen. Es ist, als seist du zur Seite. Damit in ein neues Leben getreten, einem verwobenen Kreis aus Fackelfeuer folgend rennst du einer Freitreppe hinunter, wobei dir deine eigener keuchender Atem in den Ohren dröhnt, Panik und deine Robe behindern deine Schritte. Du kommst fast ins Schraucheln, als jemand eine Hand ausstreckt, dich am Arm packt und wieder ins Gleichgewicht bringt. Dein Akolyt-Kollege lächelt dir aufmunternd zu, als du den Fuß des Tempels erreichst. Du rennst an einem flachen Reflexionsbecken vorbei, das den niedrigsten Punkt des Tempels bildet, und folgst den dunklen Gestalten der älteren Priester, während sie zum schmalen Saal vorgehen, der in die Gruft führt. Dabei eilst du mit schnellen Schritten an einer der Fackelträger vorbei. Das raue Licht der Flammen enthüllt ein vertrautes Gesicht. Einen Moment lang überspannt dein Bewusstsein Zeit und Identität, und du glaubst, dass Wirtan hier am Fuß des Tempels bei dir ist. In der Erinnerung schaut er dich einen Moment lang an, bevor er an dir vorbei etwas anderes ansieht. Sobald sie gegangen sind, komme ich zurück, sagt er zu dir. Als du von der Menge weitergedrückt wirst, werden seine Worte leiser. Bleib nur still, wir können keinerlei Risiken eingehen. In der Gruft leuchten goldene Reliquien, wie willkommen heißende Sterne. Die Erinnerung verzerrt sich und reißt dich wie eine geworfene Puppe aus einem Moment heraus und stürzt sich in einen anderen. Es bist nur noch von Dunkelheit umgeben, bevor sich das Wissen über dich legt wie ein Schleier. Glaubst du, geblendet worden zu sein? Doch sind in Wahrheit nur sämtliche Kerzen ausgebrannt. Du weißt es mit Unwohl Gewissheit, dass niemand kommen wird. Irgendwo zu deiner Linken
gibt es ein knackendes Geräusch, ein nasses, schlürfendes Glucksen und ein zerrissenes Seufzen. Du kannst nicht sehen. Daher kannst du auch nicht erkennen, welcher Bruder oder welche Schwester gefallen ist und was da nach dem Wasser gräbt, das in den Körpern zu finden ist. In deiner Rechten hörst du ein schwaches Murmeln im vertrauten Rhythmus eines Gebets, die Worte aber kannst du nicht mehr verstehen. Bist du erschöpft, um Schaden anzurichten? Der Durst brennt in dir wie ein Feuer. Deine Zunge ist dick angeschwollen und jeder Atemzug kostet dich Kraft. Am Ende jeder Finsternis gibt es einen Lichtschein, sagten sie. Diese Finsternis ist aber endlos. Gott. Nachdem dich der Geist freigibt, kommst du wieder zu dir, wenn auch völlig zerstört. Oder verstört, nehme ich mal an. Du kannst langsam wieder klar sehen und die Gruft um dich herum erscheint abermals. Das dürftige Licht der Seele, die immer noch wie ein verblassener Nebel im Raum treibt, hüllt sie in matte Farbtöne. Der Geist sendet Angst in Wellen aus, die an deinen eigenen Gefühlen reißen. Es tut mir leid. Ich hoffe, dass du im nächsten Leben etwas Frieden findest. Der Geist scheint sich in sich selbst zurückzuziehen. Als sie die Seele zurückzieht, spürst du weniger von ihrer Angst und Verwirrung, aber sie verweilt dennoch. Egal wie oft ich dich ins Leere klotzen sehe, es büßt nichts an Seltsamkeit ein. Die Überreste einsammeln. Verirrter Geist, du verbringst ein paar Momente damit, so viel Priesterknochen wie möglich aufzusammeln. Dies stellt sich als schwere und grauenhafte Aufgabe heraus, aber es gelingt dir, alle zu bergen. Nein! Ah, oh, okay. Ich dachte schon, es würde jetzt zurückgebeamt werden oder sowas in der Art. Das hasse ich immer. Weil hier, Atra. Leben wir mit 8 Kupfermünzen, juhu. Ach. Oh, 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 ein Morgenstern. Wie nice. Brecheisen. Okay. Nehmen wir mit. So, ein Teil des Blattgolds auf diesem Reliquien ist abgeplatzt und gibt den Blick auf das darunterliegende Holz frei. Auf einer dieser Schalen gibt es Zahnabdrücke. Dieser Ständer wackelt an seiner Basis. Der Mechanismus ist anscheinend defekt. Das Mauerwerk ist bei den Türangeln leicht verkratzt. Oh man, die sind hier zum Sterben zurückgelassen worden, ne? Das ist hart. Hartes Schicksal. So, dann gehen wir noch hier hin. Zack. Mit Mechanik geöffnet. Sehr schön. Wo ich auch noch ein Dieb oder sowas. Speichern. Schneller Modus aus und dann gehen wir mal hier rein und zwar schleichend. Ohne Falle. Greift ihn an! Wie er schon wieder einfach nur fast tot ist. Your word. Not quite. How may I help? Whoa. Not quite. I shall. Dieses Hin- und Her-Teleportiere, das kotzt mich so an. Ja, ist einfach weg. Oh, da ist er schon K.O. Boah, der hält nicht mehr lange, aber die hält nicht mehr lange aus. Na, ja, das war's auch schon. Naja, jetzt kann ich mir erlauben, ein bisschen unvorsichtiger zu sein mit so vielen Gefährten. Schwör ich mal hier als Skelette. Sicherheit. Hm.
Hey. Sieht noch so viel aus, ey. Ich lebe schon alle tot. Yes? Let's do this! Huch! Wo kommt der denn jetzt her? Heißt gefragt. Let's end this. Schau mal auf Axt, glaube ich, ist besser. Oder Schwerter. Ich schwör da schon wieder welche, ey. Oh Mann, ey, das kann nicht wahr sein. Ich habe nur so Zeit zu sterben hier. Endlich, ey. So eine Art höherer Schatten oder was? Of course. Of course. Hello. 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 What's this? Nein. Oh mein Gott. Ich geh mal einer raus. Was ist da mit dem Krieger? Hey. Erstmal speichern. Alright then. All done. Ja, ja. Oh je, oh je. Oh, kommt sogar noch ein Phantom hier an. Yes, of course. Willst du lieber entschärfen, aber bringt ja nichts. As requested. Whoop, nice. So, dann mal zurück zu Wittern. Ich brauche halt noch einen richtigen Dieb am besten für so. Oh, schnell noch deaktivieren hier. Schneller Modus aktiv. Mal sehen, was es jetzt Feines gibt für die erledigte Quest. Da muss einfach keine Tipps stehen. Oh, da klingelt auch schon der Wecker. Auf zu wittern. Mal gucken, was er zu sagen hat. Ich glaube, der hat sie dahin geführt. Wenn ich das richtig verstanden habe. Ich weiß nicht, wie es ihm geht jetzt mit dieser Wahrheit. Mal hier aufstellen. Gott. Bitte mach das Echo nochmal. Following your lead. Einfach verwechseln wir.
Druiden, was sagst du? Well met, friend. Als du dich ihm näherst, lächelt Wirter nervös. Ich glaube, das Schlimmste ist überstanden. Der Arm schmerzt etwas weniger. Er zögert. Du warst ziemlich lange da unten, hast du etwas gefunden? Deine Augen schießen ständig auf den Ruinen hin und her. Du hast mich angelogen. Was? Wird denn Grunz unsicher? Ich habe alles klar dargelegt. Auch die damit verbundenen Risiken. Es ist das, was du meinst. Ich sagte ja, dass es dort Spinnen geben würde. Außerdem werde ich dich natürlich bezahlen für die Unannehmlichkeiten. Du und ich wissen ganz genau, was ich da unten gesehen habe und was sie mir erzählt haben. Wirtan öffnet seinen Mund, um zu protestieren. Etwas in deinem Gesichtsausdruck aber hält ihn auf. Er schluckt nervös und schaut weg. Als er letztendlich spricht, ist es seine Stimme leise. Wie hast du... Nur leidenschaftlich, wie konntest du sie nur verraten? Sie vertrauten dir. Wirtan gibt ein merkwürdiges, wundes Geräusch von sich. Verraten. Ich war nie einer von ihnen. Diesen verrückten Jüngern des zersplitterten Gottes, nehme ich mal an. Wenn ich sie alle aus dem Dorf hätte treiben können, hätte... Wenn... Du verstehst das nicht. Ich versuchte ihnen zu helfen, wirklich. Jeden Tag, jeden einzelnen Tag ging ich zu diesem Tempel und warnte sie. Ich sagte ihnen, sie würden mit dem Feuer spielen und dass Raetrix Geduld nicht ewig halten würde. Und jedes Mal taten sie meine Warnungen ab, als ich nicht wüsste, von was ich redete. Als ich keine Opfer bringen musste, um zu versuchen, ihnen zu helfen. Was? Als ob ich keine Opfer bringen müsste, um zu versuchen, ihnen zu helfen? Keine Ahnung. Hätten gut und gern zusammen mit ihnen verhaftet werden können. Gott. Für Raetrix hast du gearbeitet. Wirtin lacht freudlos. Ja, aber jetzt nicht mehr. Als ich das letzte Mal eine Klinge hielt, ist viel Zeit vergangen, er zögert. Ich wusste, was passieren würde. Ihre eigene Dummheit war es, die sie an diesen Ort verzweifeln ließ. Ich konnte nicht verstehen, dass... Sie ignorierten jede meiner Warnungen. Die Raetrix sagte, dass sie eh wiedergeboren würden und das deshalb keine Rolle spielte. Er zieht eine Grimasse. Also hat sie bekommen, was sie wollte, ihren Märtyrer tot. Raetrix befahl uns, sie zusammenzutreiben und in den Zellen einzusperren. Ich überzeugte sie, sich wenigstens zu verstecken. Im Tempel gibt es diese Schatzkammer, die voller alter Reliquien ist, Gold und solchen Dingen. Ich dachte, sie könnten sich dort drin verstecken. Und dass sie so nach dem Abzug der Wachen etwas gehabt hätten, um sich freies Geleit aus dem Dürwald zu erkaufen. Zurück nach Erdia. Als ich den Männern aber sagte, dass die Priester schon weggegangen seien, befahlen die Versiegelung des Tempels. Ich konnte nicht mehr hineingehen. Wirtan schüttelt den Kopf. Es gab nichts mehr, was ich tun konnte. Edas Augen sind groß und ungläubig. Es gibt nichts, was du tun könntest, aber erzähl es jemand. Hol das Dorf zusammen. Organisiere einen Rettungstrupp. Wenn ich es gewusst hätte, mit den eigenen Händen hätte ich sie ausgegraben. Sie gehörten zu den letzten anständigen Leuten in diesem Loch. Jetzt haben wir nur noch Leute wie dich übrig. Du hättest dich melden können, Raetrix die Wahrheit sagen. Wirtan nickt langsam. Das hätte ich. Und es hätte mich ruiniert, vielleicht sogar getötet. Aber ich hätte sie retten können. Er schaut mit feuchten Augen zu dir hoch. Das habe ich nicht. Ich habe dir gesagt, wie es gelaufen ist, sagt Wirtan mit trauer Stimme. Ich habe dir gesagt, was geschehen ist. Jetzt bist du wohl an der Reihe, eine Entscheidung zu treffen. Was ist das hier? Mann. Für Wiedergutmachung ist es noch nicht zu spät. Wirtin hat die Luft angehalten, atmet jetzt aber aus. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Jahre sind jetzt schon vergangen. Was soll ich denn jetzt machen? Begrabe ihre Knochen. Versuche ein besseres Leben zu leben, als du es bisher hattest. Wirtin betrachtet die sterblichen Überreste. Er fährt sich mit einer Hand durchs Haar und stößt abermals ein kehliges Atemgeräusch aus. Das kann ich machen. Das kann ich. Ich werde sie zur letzten Ruhe legen und versuchen, ihnen irgendwie gerecht zu werden.
Danke. Danke sehr, wirklich. Dafür, was du getan hast. Dass du mir eine zweite Chance gegeben hast. Ich werde sie gut zu nutzen wissen. Yay! Wow, so viel Erfahrung. Yay. Mal sehen. Okay, fehlt immer noch viel. Oh mein Gott. Man braucht so viel Erfahrung hier als Abart. Ich habe neue Items bekommen, glaube ich auch. Das schaue ich mir mal eben an. Denn hier. Ach, der behält die dann sogar. Wie nice ist das denn? So, Handwerk. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich... Hier, genau. Einen... Oh mein Gott. Moment, das kann der denn noch benutzen? Hier. Okay. Als Raufbold kann er vielleicht auch so einen Flegel benutzen. Lettknüppelpistole. Knüppel. Ich glaube, Knüppel ist das nicht, oder? Oh, das ist heftig. 20% Life Leech, was soll das sein? Oh mein Gott. Enchant? Oh. Streitpflege einhändig. Schade, dass ich niemanden habe, der den nutzen kann. Und hier tun Feines. Feuerball. Ich glaube, damit hat er eben die halbe Gruppe getötet. Der Drecksack. Geisterschild. Ich weiß nicht, wieso der so lange gegen meine Angriffe immun war. So. Gute Rohhautrüstung. 7. Warte mal, was hat die hier an? Oh, ist besser, ist viel besser. Machen wir es mal so. Sieht aus wie eine wilde, aber egal. Hier noch ein Ring. Willensziehen. Was hat sie jetzt da? Was hier? So. Gehen wir mal den Ring hier. Huch. Hä? Sowas aber auch. Ich weiß nicht, was das soll. Dieser Questgegenstand da einfach mal so random, so ein Stück Fleisch. Oh je. Oh, da fällt mir ein. Muss da eben was schauen. Ich bin jetzt schon am Streamen. 48 Minuten, oh mein Gott, ja, dann mache ich hier mal einen Folgenposten. Bedanke mich fürs Zuschauen, sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.